Als erste Messe nur für ATVs, Quads und Side-by-Sides hatte die Quad Expo 2017 vom 29. bis 30. April ihre Tore geöffnet. Und zwar in der Kunsteisbahn Oberwienental in Rainach im Aargau. Michaela Müller und Roger Allweier, beide Mitglieder im Quad Club Aargau, hatten bereits vor 3 Jahren die Idee, eine solche Messe zu veranstalten. Und seit Oktober 2016 wurde diese dann auch in die Tat umgesetzt. Zu den Höhepunkten zählten freilich die spektakulären Stuntshows von Dr. Stefan Blank Nummer 275, doch insgesamt gab sich die Quad Expo 2017 als eine bunte Mischung von Fahrzeugimporteuren, Zubehöranbietern und Dienstleistern. So waren mit Arcticat, Can-Am, CF Moto, Explorer, Kymco, SMC, TGB und Yamaha die wichtigsten Marken mit dabei. Und am Samstagabend waren mit einem Live-DJ sowie der Live-Band Tone Hunters gemütliches Beisammensein und Benzingespräche im Expo Beizli angesagt. Auch draußen kamen die Besucher auf ihre Kosten. Am Eingang wurden Okkasionen aus privater Hand präsentiert. Weiterhin gab's eine Hüpfburg für die Kids. Für das leibliche Wohl sorgte das Team vom Quad Club Aargau im Festzelt. Am Samstag startete eine kleine Ausfahrt durch die Region und hinter der Halle gab's eine kleine Teststrecke aus Europaletten sowie eine abgesperrte Straße, auf welcher die Fahrzeuge testgefahren werden konnten. So ist dann auch das Feedback des Orga-Teams sehr einstimmig. Sie freuen sich, dass die Messe so gut angekommen ist, sowohl bei den Behörden, den Ausstellern als auch bei den rund 400 Besuchern. Und wir freuen uns bereits jetzt auf die zweite Quad Expo im Frühling 2018.